Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, es ist Freitag und damit gibt es wieder ein paar Top-News für Sie. Worum geht's heute? Neue Belastungen für die deutsche Wirtschaft, gekrönt von einer geradezu wahnwitzigen Habeck-Aussage. Dann kommen wir kurz auf die Ukraine und Silber zu sprechen und am Ende noch einige kuriose Phänomene. Ich möchte aber anfangen mit einem Linkhinweis zu einem interessanten Artikel von Reitschuster. Und zwar dieser hier: Mehrheit der Deutschen wünscht sich in Sachen Wetter mehr Staat. Und dreimal dürfen Sie raten, wo die meisten Klimagläubigen sitzen. Aber kommen wir zur neuen Belastung. Deutschlands Transportunternehmer und ihre Mitarbeiter seien vereint in Existenzsorgen und Wut über die Geringschätzung durch die Ampelregierung, sagt Dirk Engelhardt. Unzählige Hilferufe von betroffenen Kollegen würden ihn täglich erreichen, erklärt der Vorstandssprecher vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Zwar ist die Klage der Gruß des Kaufmanns, doch in diesem Fall sind Angst und Empörung der Menschen, die täglich für die Versorgung unseres Landes sorgen, durchaus verständlich. Denn die rot-grün-gelbe Bundesregierung hat sich über das Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen gebeugt. Und wie bei fast allem, was die Ampel anfasst, ist das nahezu schlechteste denkbare Ergebnis herausgekommen. FDP-Verkehrsminister Wissing legt dem Bundestag nun eine Novelle des Bundesfernstraßenmautgesetzes vor, die die Lkw-Maut kurzerhand fast verdoppelt. Schon zum 1. Dezember dieses Jahres wird ein Mautaufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 eingeführt. Für handelsübliche große Diesel-Lkw erhöht sich die Abgabe dadurch im Schnitt von 19,2 Cent pro Kilometer auf 34,8 Cent pro Kilometer, also um 83%. Den Beschluss hat das Kabinett schon Mitte Juni gefasst, doch in der Öffentlichkeit wurde dieser bemerkenswerte und folgenreiche Vorgang fast komplett überlagert vom Ukraine-Krieg, von Habecks Heizungsdesaster und von den immer wieder gern zur Ablenkung von den wirklich wichtigen Dingen aufgeblasenen queren Erregungswellen. Und damit nahtlos weiter zu Habeck. Bald keine Industrie mehr? Schockaussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Im Interview mit den Tagesthemen warnt der Minister ausdrücklich davor, dass Deutschland schon bald keine Industrie mehr haben könnte. Grund für eine mögliche Abwanderung: die hohen Strompreise, die Robert Habeck und seine Regierung durch das Abschalten von Atomkraftwerken im vergangenen April selbst herbeigeführt haben. Nun schlägt Habeck vor, der Strompreis soll mit Steuergeldern und neuen Schulden gedeckelt werden, damit die Industrie in Deutschland noch produzieren kann. Fachbegriff dafür: Industriestrompreis. In dramatischen Worten warnt der Wirtschaftsminister in den Tagesthemen vor dem Ergebnis seiner eigenen Politik. Habeck wörtlich: Die Industrie wünscht sich für diese kritische Phase, wo die Strompreise höher sind, als sie davor waren, weitere Unterstützung. Ich werbe für einen Industriestrompreis. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, sonst sagen die, wir investieren schon, aber nicht mehr in Deutschland. Man muss auch ehrlich sagen, das sind Schulden, die wir aufnehmen. Deswegen verstehe ich, dass der Finanzminister da kritisch drauf schaut. Aber die Frage ist, keine Gelder aufnehmen oder keine Industrie mehr haben. Zur Ukraine. Hier als erstes ein Linkhinweis. Ein Film von Scott Ritter über Selenskyj und sein Tun in der Ukraine, was Sie hier lesen, hört sich schon nicht gut an. Natürlich bei YouTube schon gesperrt, aber hier bei Odyssee noch verfügbar. Dann wieder ein Blick zu Warnews 24/7. Unerbittliches Gefecht seit 10 Stunden. Die Russen schlugen den bislang größten ukrainischen Angriff in Rabotino nieder. Schockierende Leopard-Bradley-Verluste. Also das geht in eine äußerst bedenkliche Entwicklung und das vor dem Hintergrund weiter sehr hoch bewerteter Aktienmärkte. Gerade gestern haben wir wieder einen Tiefschlag bei den Edelmetallen erlitten, hervorgerufen durch angeblich sehr gute amerikanische Arbeitsmarktdaten. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, der Koloss steht auf extrem tönernen Füßen. Zum Silber. Michael Lynch schreibt hier: Der Juli-Kontrakt verzeichnete 35 neue Silberkontrakte, womit der Juli knapp unter dem Rekordmonat September 22 blieb. Außerdem gab es 32 Auslieferungen, die wahrscheinlich den Großteil der neuen Kontrakte ausmachen. Die Bank of America kaufte 14 dieser Kontrakte und die CME-Gruppe 16, sodass wir wissen, welche Fische noch beißen. Die CME-Gruppe hat dasselbe Metall sofort im Rahmen des Mikrokontraktes an das übliche Trio aus Morgan Stanley-Kunden Advantage und ADM ausgegeben. Diese neuen Lieferungen in Verbindung mit einer Verringerung des registrierten Silbers um 3,1 Millionen Unzen bringen die kumulierten Lieferungen bis heute auf 79% des registrierten Silbers. Und das ist ein Rekord,
zu diesem Zeitpunkt im Kontraktzyklus. Also auch wenn wir bei den Edelmetallen immer noch in den Seilen hängen, ich bin mehr denn je überzeugt, dass alles ganz plötzlich anders wird. Zum Schluss noch etwas Kurioses für Sie. Seltsam pulsierendes Objekt stellt Astronomen vor Rätsel. Am Südhimmel, im Sternbild Schild, ist ein internationales Forscherteam auf eine mysteriöse Quelle von Radiostrahlung gestoßen. Alle 21 Minuten sendet das 15.000 Lichtjahre entfernte Himmelsobjekt GPMJ1839-10 einen Strahlungsimpuls aus, der jeweils zwischen einer halben und 5 Minuten andauert. Und das, wie Nachforschungen der Wissenschaftler in astronomischen Datenarchiven ergeben, bereits seit über 35 Jahren. Mit den bisherigen Vorstellungen von pulsierenden Radioquellen, sogenannten Pulsaren, lasse sich dieses ungewöhnliche Objekt nicht erklären, so die Forscher im Fachblatt Nature. Und hier gleich noch was. Ein Fotograf hat ein optisches Phänomen eingefangen, das wie ein interdimensionales Portal aussieht. Die Fotografin Gaby Chavez hat die Aufnahmen im Skigebiet Cerro Catedral in Patagonien im Süden Argentiniens gemacht und die ungewöhnliche Sichtung auf Instagram gepostet. Ein Portal in andere Dimensionen, schrieb die Fotografin in einer Bildunterschrift. Die Natur ist immer wieder überraschend. Schneekristalle fliegen und die Sonnenstrahlen filtern sich durch die Wolken. Das Video zeigt das runde, leuchtende Portal mitten in der Luft entlang der verschneiten Hänge des Skigebietes. Und hier die letzte kuriose Sache von JWTV. Es sieht aus wie eine Tür im Himmel. Faszinierend bleibt noch das Zitat. Also auf den Uhrmacher. Das war's dann auch für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein herrliches Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.